Möglichkeit des Organerhalts beim Enddarmkrebs, Strahlentherapie in Kombination mit intensivierter Chemotherapie. Die Bestrahlung des Enddarmkrebses ist ab einem gewissen Stadium, also einer gewissen Tumorgröße oder ab einem Befall der Lymphknoten indiziert. Hier unterscheidet man allerdings zwischen den verschiedenen Ausdehnungen und es werden verschiedene Bestrahlungsformen angewandt. Beim Enddarmkrebs gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten der Strahlentherapie. In den allermeisten Fällen wird diese Strahlentherapie von außen verabreicht. Die eine Möglichkeit ist eine sogenannte Langzeitstrahlenchemotherapie, wobei der Patient 28 Mal bestrahlt wird. Das sind 5,5 Wochen von montags bis freitags. Parallel dazu erhält der Patient täglich eine Tablettenchemotherapie. Im Anschluss findet in den allermeisten Fällen eine Operation statt. Die zweite Möglichkeit ist eine sogenannte Kurzzeitbestrahlung, wo der Patient 5-mal bestrahlt wird. Hierbei wird eine deutlich höhere Einzeldosis verabreicht und der Patient wird entweder im direkten Anschluss operiert oder nach einer mehrwöchigen Pause. Die drei Therapiemodalitäten müssen nicht gezwungenermaßen miteinander kombiniert werden. Dies ist immer abhängig von dem Tumorstadium, in dem sich die Erkrankung befindet. Hierfür haben wir im Asklepios Tumorzentrum Hamburg mehrere Tumorkonferenzen, in denen die drei verschiedenen Fachrichtungen der Chirurgie, der internistischen Onkologie und der Strahlentherapie zusammensitzen, um ein individuelles Therapiekonzept je nach Tumorstadium für Sie festzulegen. Das kann eine alleinige Operation, eine Kombination aus Strahlentherapie und Operation, eine Kombination aus allen drei Therapiemodalitäten oder nach neuesten Erkenntnissen auch eine alleinige Strahlentherapie mit intensivierter Chemotherapie im Sinne eines Organerhalts sein.